Hallo und herzlich. Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Spider-Man Return of the Sinister Six. Ja. Dieses Spiel habe ich mal. Dr. Octopus is plotting the crowning caper of his criminal career to rule the world. He has reunited the Sinister Six, and with these super villains together again, nothing stands in their way. Okay. So, und damit geht das auch im Grunde schon los. Ja, Spider-Man ist ein Spiel, das habe ich mal jemanden als Strafe aufgedrückt, nämlich im Final Level Gamer. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gewonnen habe. Naja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war After in Indonesia. Ja, und ich habe dieses Spiel mir als Strafe aufgegeben, aber ehrlich gesagt, aus irgendeinem Grund würde ich selbst mal spielen, und ich habe es ja in der Liste der Games gehabt, die ich als Reihenfolge, der ich abstimmen habe lassen, in welcher Reihenfolge ich nun was spiele. Ich kriege keine Sätze zusammen, ich weiß nicht. Und ja, Spider-Man vs. Return of the Sinister Six kommt jetzt zusammen mit I Wanna Be the Boshi, was ich übrigens schon fertig aufgenommen habe, und DuckTales, was ich noch aufnehmen muss. Allerdings wird DuckTales meiner Meinung nach nicht sonderlich lange dauern. So, bei dem Spiel weiß ich noch, ist es nicht ganz klar, wann man überhaupt HP bekommt. Ich glaube durch Punkte. Und ich muss sehr vorsichtig spielen, weil jeder kleine... Autsch. Jedes kleine Ding macht mir Schaden, auch wenn es nicht angezeigt wird. Und ja, dadurch, dass es nicht angezeigt wird, ist es natürlich schwierig, so richtig, also jedenfalls nicht immer angezeigt wird, ist es natürlich schwierig, so richtig zu wissen, wie viel HP habe ich denn jetzt eigentlich verloren. Deswegen muss ich das relativ vorsichtig angehen, denn die eigentliche HP-Anzahl, die man hat, ist da halt oben, diese vier Striche, und da man es nicht genau erkennen soll, gehe ich davon aus, ich bin scheiße dran, wenn ich einen Strich verloren habe. So, ich werde das Spiel übrigens ohne Save States versuchen zu LP'en. Ich habe es auch schon einmal ohne Save States geschafft. Ein einziges Mal in meinem ganzen Leben. Sonst war mein Maximales immer, dass ich bis zum Endboss komme. So, da ich das bis zum Ende durchspielen will, heißt das, und das war ohne Save States, heißt das, für den Fall, dass ich tatsächlich Game Over gehen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, dann, ja, werde ich das ganze Spiel von vorne spielen müssen. Zum Glück ist das Spiel nicht so lang. Das heißt, wenn man weiß, was man tun muss... Aua, Mistvieh. Wenn man weiß, was man tun muss, dann geht es relativ schnell. Ich bewege mich hier noch relativ langsam voran. Einfach bloß, weil... Naja, ich halt noch am Erklären bin. Ich bin hier natürlich mitten in den Schuss reingesprungen. So... Das ist zum Beispiel ein Gegner, den kann ich nur mit sowas hier erreichen. So. Und hier muss ich jetzt die Wand kaputt hauen. Mit meinen Supermuskeln als Superheld. Superheld, der überhaupt gar nichts kann eigentlich. So. Aber ich muss sagen, es gehört meiner Meinung nach noch zu den besseren NES-Spielen. Also ich habe ja schon, ich habe ja wirklich etliche NES-Spiele gehabt, und beziehungsweise mein Vater hat die ja besessen, und ich habe da auf sehr viele NES-Spiele gespielt, an die 100 Stück oder so. Und ich muss echt sagen, von den die meisten NES-Spiele sind der blanke Rotz. Das wird man übrigens auf meinem Kanal noch sehen, weil ich so ziemlich jedes NES-Spiel anspielen werde, im Format Uzuma vs. Ness.
Ja, dieses Format existiert noch, auch wenn der ein oder andere schon nicht mehr dran glauben mag. Denn, ja, irgendwann werde ich es fortsetzen. Irgendwann, wenn ich Zeit und Lust dafür habe. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ah ja, der Sprungkick war einfach schnell zweimal die Angriffstaste drücken. Das ist übrigens eine Sache, die zum Beispiel Final sehr gestört hat in diesem Spiel. Denn entgegen der Normalität von NES-Spielen ist in diesem Spiel die Sprungtaste die B-Taste und die Schlagtaste die A-Taste. Ich könnte das natürlich umstellen. Ich habe übrigens den ersten Boss besiegt, diesen Elektro-Heini. Sandman appears with a fist of fury. Ja, der Sandmann erscheint mit einer Faust der Rache. Oder mit einer Faust der Rache. Ja, wie gesagt, ich könnte natürlich jetzt die Steuerung einfach umstellen hier auf dem Emulator, aber nein, ich spiele es auf der Originalsteuerung. Einfach bloß, weil, wenn das Spiel es so will, dann mache ich es auch. Ich bin da niemand, der sich die Vorteile eines Emulators zunutze macht, auch wenn er sie hat. Denn auch wenn ich das Spiel besitze, ich habe immer noch keinen Quabber, ich habe immer noch meine Konsole nicht in dieser Wohnung. Oder die Konsole von meinem Vater. Und ich will ehrlich gesagt auch gar nicht aufnehmen. Von daher hat sich das erledigt. So, was machen wir denn eigentlich überhaupt? Also im letzten Stage musste ich einen Schlüssel sammeln. In dieser Stage sammeln wir ein anderes Item. Es gibt, glaube ich, in jeder Stage ein Item zu sammeln, oder? Wobei, ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich in jeder Stage gibt. Diese Ratten, muss ich aufpassen. Diese scheiß tollwütigen Ratten hier. So, ich möchte anmerken, in dieser Stage gibt es übrigens eine Stelle in dem ganzen Level, wo man richtig schön festhängen kann. Aber wirklich festhängen kann. Ich werde nur dieses eine Mal dorthin springen, mit Absicht, und zeigen, wie man da rauskommt. Für alle Leute, die es mir nämlich nicht glauben. Es ist scheiße, da rauszukommen, nämlich genau hier. So. Hier, es gibt gar keinen richtigen Grund, hier runter zu gehen. Also es ist wirklich gar nichts hier unten. Was man machen muss, ist erst einmal, man muss hier genug Schwung. Das war schon mal scheiße. Ja, weil ich die Tasten gerade verwechsle. Schon zu lange nicht mehr gespielt. So. Immer noch nicht. Auch noch nicht. Okay, das war Nummer 1. Und das war scheiße. So, das Problem ist natürlich, die Ratten töten einen hier mit der Zeit. Das heißt, ach, Mist. Es würde auch so gehen, wie ich es gerade gemacht habe eigentlich. Wieso fällst du runter? Okay. Wieder nichts. Ich muss weiter vorgehen. So. Okay. So geht's auch. Und damit kann man mit so einem Wirbel da rauskommen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und für den Fall, dass ihr es nicht wisst, wenn ihr das Spiel jetzt das erste Mal spielen solltet, falls ihr es überhaupt spielen wollt, wenn man den Ding machen will, dann muss man springen und dann beide Tasten drücken. Also A und B. Also erst mit B springen und dann beide Tasten. So.
Gut, da ich das jetzt gezeigt habe, dass man da auch wieder rauskommen kann, geht es jetzt weiter im Level. Das ist übrigens schon fast vorbei. Das Level geht nicht sonderlich lange. So, die Ratte lasse ich abstürzen. Jetzt geht's hier hoch. Und gleich sind wir schon beim Ziel. Und da ist dieser Block. Und ich habe jetzt TNT eingesammelt. Das wird jetzt automatisch platziert, wenn ich hingehe. Und wenn ich weggehe und damit ich nicht in der Explosion bin, wird auch automatisch der Zünder platziert. Gut, und jetzt geht's auch schon zum Boss, dem Sandmann. So, und bei dem muss man ihn anlocken und dann möglichst die Position tauschen. Ach, verdammt. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aua. Wow. Ach, scheiße. Wow, ich krieg den Sandmann gerade nicht down. Nein. Oh, das war ein guter Treffer. Danke, ich habe ihn besiegt. Aber kaum noch AP und ich habe nur 2 Leben. Spider-Man Hans von Mysterio, the Master of Illusion. Genau, und das ist jetzt gerade eine schwierige Stage. Denn in dieser Stage gibt es einige Fallen. Wie zum Beispiel. Oh, verdammt. Das. Also, das ist das Schmetterling, der mich verfolgt. Und in Wirklichkeit ist er eine Rakete. Ja. So, da sind Federn, die zu Bomben werden. So, hier hängt alles mit Anlocken und sicherem Spielen zusammen. Ich will natürlich so viele Gegner wie möglich besiegen, damit ich meine HP wieder aufladen kann. Und dabei so möglichst wenig getroffen werden. Und da haben wir übrigens auch schon mein Hassvieh, diese Stage. Okay, besiegt. Und ich habe ein bisschen HP gekriegt. So, das Vieh ist weggelockt. Und dann geht's jetzt ab in die Tür. Okay. So. Die Feder da ist ziemlich asozial. Okay. Ah. Verdammt. Oh, Mist. Schieß und stirb. So. Da oben ist wieder so ein Gegner. Erst muss ich nach links. So. Okay, hier links sind jetzt erstmal wieder Schmetterlinge. So. Oh, der hat sich verpisst. Nett. So, und da kriegt man nämlich eine, ja, Infrarotbrille. Und mit dieser Infrarotbrille. Gegner. Nehme ich gerne. Ich kann meinen HP immerhin auffüllen. So. Mit dieser Infrarotbrille. Oh, der kommt fast komplett her. Okay. Aber nicht komplett. Gut, erwischt. Übrigens, der Schaden des Schlags erhöht sich, wenn man die Gegner länger trifft mit einem Schlag. Was ich auch interessant finde. So, mit der Infrarotbrille kann ich jetzt in diesem Raum was sehen, weil sonst wäre das hier stockfinster.